In diesem Video möchte ich Ihnen die Entertain-Replay-Funktion vorstellen, die Verknüpfung der TV-Mediatheken und der Online-Videotheken mit Entertain. Wenn Sie bei Entertain TV in den EPG-Daten dieses Symbol mit dieser Filmklappe sehen, dann steht die Replay-Funktion zur Verfügung. Das heißt also, dass der Inhalt ist in einer Mediathek oder auch in einer Online-Videothek verfügbar. Wenn ich zum Beispiel jetzt nach Hause gekommen bin nachmittags und habe heute das Mittagsmagazin von ARD verpasst, weil ich nicht da war, aber da lief auch ein interessanter Beitrag, dann könnte ich jetzt einfach hier mit der OK-Taste das bestätigen. Dann springt mein Receiver bei den Info, was heute an Sendung lief. Und dann gibt es hier, kann ich diesen Inhalt direkt in der ARD-Mediathek über meinen Media-Receiver abspielen. Er wechselt jetzt quasi in die App rein, ARD-Mediathek. Und auch gleich in den richtigen Inhalt. Und ich kann jetzt hier noch auf Vollbild gehen und mir das Mittagsmagazin gestreamt quasi anschauen, auch nachträglich, ohne dass ich es programmiert hatte. Das Ganze funktioniert aber nicht nur mit den Mediatheken, sondern auch mit den Online-Videotheken. Ich habe hier zum Beispiel eine Serie von ZDF. Wenn ich dort einmal drauf gehe, dann sehe ich, dass das Ganze auch on demand verfügbar ist. Und in dem Fall sagt er hier, im Abo bei Maxum ist das Ganze verfügbar. Also wenn ich ein Maxum-Abo abgeschlossen habe, kann ich mir das Ganze hier ohne weitere Kosten dann aufrufen. Er springt jetzt in die Maxum-App herein, auch gleich in die entsprechende Staffel und Folge und kann mir das dann über das Internet streamen. Wenn ich jetzt runterblättle, dann ist das hier ein Bombengeschäft. Also die Folge, die auch gerade im TV läuft, kann ich jetzt hier über Maxum wiedergeben über meinen Entertain TV-Anschluss. Es steht dabei nicht nur Maxum zur Verfügung, sondern ich habe jetzt hier zum Beispiel mal von Pro7 eine Serie ausgewählt und da gibt es hier zum Beispiel auch die Möglichkeit, diese Serie oder diese Folge im Einzelabruf oder über Telekom Videoload zu laden für 1,49. Im TV läuft sie ja gerade oder zum Beispiel in dem Fall über Sky On Demand im Abo. Wenn ich das habe, dann könnte ich mir die Folge auch anschauen. Also es ist eine intelligente Verknüpfung aller Funktionen und im Regelfall bei den Mediatheken stehen die Sachen ja 7 Tage zur Verfügung, bei den Videotheken natürlich auch länger gegen Bezahlung im Regelfall oder als Abo. Das heißt also mit der Replay-Funktion können Sie einfach Sendungen, die Sie verpasst haben, sich jederzeit on demand anschauen.